Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper! Wir schreiben heute den 24.12.2022, damit ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest. Genau. Und ja, jetzt wundert euch, Wohnmobil, da war noch was, gerade ganz frisch rausgekommen. Das erklären wir euch, und zwar wann? Nach dem Intro. Ja, wir haben eine Odyssee hinter uns und die ist noch nicht zu Ende, ne? Und die war heute jetzt richtig schlimm, denn tatsächlich das Navi, beziehungsweise wir wollten mit diesem Wagen, wo wir gerade drin stehen, zur Waage fahren. Die hat aber nicht funktioniert. Dann hat uns das Navi zur Autobahn, zu unserem Stellplatz hier geschickt. Wir sind nämlich in Lindewerra, wo wir den Heiligen Abend verbringen werden. Genau. Und dieses blöde Navi führt uns doch an so einem Autohaus vorbei, an eine Werkstatt. Genau, da steht unser Buggy drin. Da steht Buggy drin, das war wirklich gemein. Wir haben wirklich aber Glück, kann man sagen. Erstmal vielen, vielen lieben Dank für die Zusprüche, ne? Zusprüche, genau, die wir bekommen haben. Ja, teilweise, was wir auch lesen mussten, dass andere auch betroffen sind. Es ist wirklich nicht schön. Und das tut uns natürlich auch leid, dass es wieder andere auch noch wieder betrifft. Das ist also... Ja, das ist halt immer, ja, man merkt irgendwie, da ist doch noch irgendwie immer mal was im Argen. Ne? Genau. Aber wir haben es trotzdem irgendwie geschafft, und zwar nicht irgendwie, denn wir haben jetzt tatsächlich, stehen wir hier im Teddy. Genau. Stefans Eltern, meine lieben Schwiegereltern, haben genauso schlecht geschlafen wie wir in den letzten Tagen. Ja. Die haben sich natürlich Gedanken mitgemacht, muss man ja dazu sagen. Genau, und Schwiegermama hat dann einfach eine Entscheidung getroffen und hat einfach gesagt, Jungs, wollte er nicht einfach Teddy haben. Ja, das war natürlich die äußerste Lösung, wo wir gesagt haben, eigentlich wollten wir das ja auch nicht, weil es ist halt das Fahrzeug ja im Harz eingebaut sozusagen und alles winterfertig gemacht. Und ach, naja, jetzt haben wir das alles heute abgerödelt und haben das Auto ausgeräumt, haben das Auto wieder eingeräumt. Also, spannende Sache. Aber noch nie habe ich so viele Sachen gesehen, wie wir hier reingeräumt haben. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo das alles in unserem Auto landet. Aber es ist alles da rausgekommen aus unserem Auto. Also von daher, ja. Ganz strange. Ja. Auf jeden Fall können wir jetzt eine Weihnachtstour machen. Wir werden sie trotzdem nicht so. Und deshalb habe ich ja nochmal, haben wir so angefangen. Ne? Ja. Ihr seht hier Winterurlaub. Der Plan war die Schweiz, Österreich und Italien. Das werden wir nicht machen. Wir haben uns entschieden, wir bleiben erstmal in Deutschland, zumindest im Jahr 2022, weil sollte tatsächlich Fiat noch die Freigabe geben. Ja, dann zwischen den Tagen. Dann werden wir das Fahrzeug natürlich wieder tauschen. Ja. Sollte das nicht der Fall sein, dann werden wir auf jeden Fall wahrscheinlich bis runter Österreich fahren, vielleicht noch Italien. Das werden wir dann einfach sehen, was wir sagen können. Dann werden wir unseren Urlaub genießen. Wir haben jetzt 3 Wochen frei, man glaubt es gar nicht. Genau, also das heißt, 3 Wochen würden wir das Auto dann notfalls auch nutzen. Und zudem muss man auch noch eins sagen, wir sind ja auch noch auf gewissen Begebenheiten, nicht? Willst du das schon sagen? Gegebenheiten? Nein, will ich nicht sagen, weil ich weiß noch nicht, was du genau willst, aber falls es dazu kommt, wenn ich was umhängen habe, hat das was mit umhängen? Ja, genau. Nein, da gibt es ein extra Video, das werdet ihr auch zwischen den Jahren noch bekommen. Er hat ja den Plan, den habe ich ja nicht immer, deswegen wusste ich das nicht. Nee, das habe ich ihm noch gar nicht verraten. So, jetzt ist aber Heiligabend und wir haben es 18.19 Uhr. Ich finde, es wird Zeit, dass wir uns ein bisschen weihnachtlich jetzt hier auch machen. Das machen wir und dann werden wir uns was zu essen machen. Darum geht's doch jetzt. Ja, also, ab geht's. Mach mal. Mach mal. Nee, du sollst doch machen. Klappt wieder nicht, ne? Na sowas. Da muss ich ran. Ja gut, dass du es mir sagst. So, wir haben uns jetzt hingesetzt, haben geguckt, wo unsere ganzen Sachen sind, weil das ist jetzt wirklich... ist natürlich jetzt alles ein bisschen ungewohnt und alles am Suchen und... Ja, aber alles gut. Kriegen wir alles hin. Das kriegen wir alles hin auf jeden Fall. Gibt es heute... Ganz klassisch, nicht Raclette, wie wir es eigentlich machen wollten, weil das haben wir gesagt, das machen wir im Teddy nicht. Das riecht hier so schlimm. Das wollen wir nicht machen. Deshalb gibt es ganz klassisch Kartoffelsalat und Wurst und für dich Brötchen, weil Kartoffelsalat ist nicht so Marcel seins. Aber nach ewigen Zeiten mal für mich wieder ein Wein, ne? Genau. Also in diesem Sinne, Prost! Prost und nochmal schöne Weihnachten.
Sehr schön. So, jetzt muss ich die Kamera wegnehmen, weil hinter dir sind die Würstchen. Also? Ich komme da schon gar nicht an. Nee, dann werde ich mal an die Würstchen. Genau, hol mal die Würstchen. So, wir haben Bescherung gemacht. Genau, also lecker gegessen haben wir ja. Genau. Ist alles nämlich ein bisschen anders, würde ich sagen. Das ist ja eine kleine Bescherung, nein, das ist eine ganz große Bescherung. Und Tannenbäumchen ist nämlich die Bescherung von vor zwei, nee, stimmt nicht mal, ist noch länger, ja. Ja, den hatten wir zu, den hatten wir schon in der Schweiz, 2019 hatten wir den schon. Mhm. Auf jeden Fall haben wir jetzt schön Bescherung gemacht. Das ist dann im Endeffekt jetzt schon unsere dritte Bescherung, die wir machen. Weil wir ja für uns schon immer klar waren, wir fahren weg. Und viele haben dann auch schon gesagt, ihr verbringt Weihnachten nicht mit euren Eltern. Tatsächlich dieses Jahr nicht, aber eben gerade haben wir noch bei Mutti angerufen. Bei deiner Mutti, genau. Meine Eltern haben ja heute noch gesehen, weil wir die haben einen einen Heiligtag Kaffee noch kurz gekriegt, weil wir ja noch so lange da gerödelt haben. Genau. War ja alles so nicht geplant, trotzdem konnten wir dann wenigstens das so machen. Schön viel Süßigkeiten. Für Stefan ist auch was dabei. Ja. Ja, er kriegt auch einen Tankgutschein und ich krieg ein Buch. Ja. Da freue ich mich schon drauf. Wenn das jetzt gut geht, 3 Wochen, habe ich das auf jeden Fall durchgelesen. Ganz lieben Dank auf jeden Fall an meine Schwiegermutti. Ganz, ganz lieben Dank. Und jetzt... Die anderen Geschenke haben wir ja schon vorher ausgetauscht gehabt. Also wir haben auch den beiden was geschenkt, also den beiden Pärchen. Genau. Nicht? Und wir haben auch von meinen Eltern noch was gekriegt, also... Kleidung, die kommt dann irgendwann die Tage. Kann sein, dass wir sie anhaben, wir wissen es. Nein, auch. Noch nicht, ich nicht. Du nicht? Ich weiß es aber nicht mehr. Ist egal. Das war so viel Kleidung, was wir damals da gekauft haben und dann irgendwie der Weihnachtsmann geklaut hat, um dann das wieder deiner Mama zu geben. Das war ganz komisch. Aber wir haben keine Socken diesmal bekommen. Nee, ist haben auch, wir auch genug. Ist auch nicht schlimm, ich habe genug Socken. Ich habe genug Socken, dass ich wirklich 3 Wochen wegfahren kann. Ja. Oder fast einen Monat ohne Waschen auskomme. Also Wäsche waschen. Das normale Waschen sollte noch drin sein. Ja. So, jetzt kommen wir zu einer spannenden Sache, denn jetzt werden wir nämlich hinten die Betten beziehen. Längsbetten kennen wir gar nicht. Ja, sehr, sehr spannend. Und dann werden wir versuchen, noch irgendwas zu gucken wahrscheinlich. Ja, theoretisch habe ich immer noch die Muppets Weihnachtsgeschichte zu gucken. Alles klar. Dann gucken wir mal die vielleicht. Auf die Hoffnung, dass wir das überleben, denn wir waren ja bei Tondis Geburtstag. 80 sind die beiden geworden. Zusammen, genau. Zusammen. Und das war auch ein langer Abend. Deshalb haben viele sich gewundert, dass wir nicht wirklich reagiert hatten, nachdem wir das Video rausgebracht haben. Ja, wir waren halt noch zum Geburtstag. Und das tat gut, diesen Geburtstag mitzuerleben. Das hat uns auch irgendwie ein bisschen abgelenkt. Und auch wenn einer ein bisschen zu viel Aperol Spritz getrunken hat. Ich sag noch nicht, wer es war. So, ja, war lecker. Ich würde sagen, wir bauen jetzt das Bettchen. Und morgen berichten wir euch darüber, wie es geht. Wir werden richtig gutes Essen am ersten Weihnachtstag noch haben. Ja. Sofern wir den Kartoffeln finden, weil die haben wir vergessen. Naja, dann machen wir das anders. Aber irgendwas ist ja immer, ich hab ja einen Plan jetzt noch gehabt, ne? Ja. Wir sind hier auf Dörfern unterwegs und da gibt es ab und zu solche Sachen, wo man Kartoffeln kaufen kann. Vielleicht haben wir Glück. Gucken wir mal. Dann gibt es noch Kartoffeln. Wann wir das machen, wissen wir aber noch nicht. Auf jeden Fall werdet ihr das in diesem Video noch sehen, denn es gibt ein 3-Gänge-Menü hier im Teddy werden wir das machen. Jo. Und jetzt würde ich sagen, werden wir gut schlafen und morgen geht es dann hier beim Frühstück einfach weiter. Einen wunderschönen guten Morgen und von uns aus einen schönen ersten Weihnachtstag. Guten Morgen, genau, schöne Weihnachten, schönen ersten Weihnachtstag. Genau, auch wenn ihr das erst am 2. sehen werdet. Aber wir wollen hier chronologisch richtig gehen. Ja, erste Nacht im Teddy. Ist gut verbracht, würde ich sagen. Ungewohnt. Auf jeden Fall. Ja. Muss man sagen, aber doch, das kann man schon machen. Was sehr ungewohnt ist, dass mein Mann so weit weg liegt. Ja, das ist halt alles etwas anders jetzt hier, genau. Ja, normalerweise, wir schlafen im Querbett und da weiß man, da hat man weniger Platz. Das ist ungewohnt, aber vielleicht sollte man einfach mal die Zeit genießen, wenn der Mann ein bisschen weiter weg liegt. Ha, ha, ha. So, geduscht haben wir auch, das ist auch... ungewohnt, aber geht alles. Ne? Also wir werden irgendwann ein Fazit machen zwischen Malibu und Teddy. Jetzt können wir ja sagen, wir testen das ja jetzt länger aus. Ganz klar, es gibt Vorteile in diesem Fahrzeug und es gibt auch Nachteile. Also jedes Auto hat so sein Für und sein Wider, das ist ja normal.
Ja, aber es ist ein schönes Fahrzeug. Man kann hier gut wohnen. Das also das ist auch wirklich nicht, also nicht negativ, sondern also Vor- und Nachteile, wie wir es empfinden. Genau. Also das merkt man dann schon. Und jetzt werden wir lecker frühstücken bei sinnlicher Weihnachtsmusik. Und ja, dann würde ich sagen, melden wir uns, wenn wir wissen, wo wir heute überhaupt hinfahren. Genau. Gefrühstückt ist jetzt alles vorbei. Wir haben auch die Weihnachtsgrüße alle losgeschickt an alle, die wir kennen. Und hoffentlich haben wir niemanden vergessen. Ja, ich hoffe auch. Es sind dann doch sehr viele, nicht? Genau. Und jetzt haben wir gedacht, gehen wir zumindest nochmal an die Werra. Also ganz in der Nähe der Grenze, weil das muss wirklich, wenn ich mir lege, so in den 80ern, 90ern, das muss wirklich interessant gewesen sein. Aber ich glaube, da gab es diese Brücke auch definitiv hier nicht. Nein. Die ist ja auch erst 99 gebaut worden. Die Brücke natürlich, ne? Ne, weil hier sind wir wirklich am Grenzfluss. Wir sind jetzt im schönen Thüringen und ja, wir haben einen Blick. Also eins kann ich schon mal sagen. Sonst ist man weiter an die Werra gekommen. Da unten gibt es nämlich noch normalerweise einen Steg, aber dadurch, dass Winter ist, ich zeige euch das mal, ist dieser Steg natürlich jetzt nicht mehr so unbedingt belaufbar. Aber bis runter kann man ja mal gehen. Und dann kann er endlich das zeigen, was ich eigentlich sagen wollte, wo er mich so rapide unterbrochen hat, der Bengel. Entschuldigung. Auf der anderen Seite, das, was wir sehen, wo er jetzt nochmal kurz hinblenden wird, da ist nämlich dann Niedersachsen. Also ihr habt sozusagen nach Niedersachsen geguckt. Genau, so eine Flitzepiepe. Also ihr steht in Niedersachsen und wir stehen hier in Thüringen. Jo, naja. Ich gehe aber jetzt weiter nach oben, es ist nicht unbequem hier zu stehen. Dann machen wir das. Ja, auf jeden Fall der Platz hier in Lindewerra. Hier passen eigentlich gut 12 Fahrzeuge mindestens. Ja. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Strom ist aber nur für 4 Fahrzeuge da. Das muss man wissen. Aber wunderbar. Wie gesagt, er ist im weitesten Sinne kostenfrei. Wie gesagt, hier kommt der Bürgermeister umher und bittet um eine Spende. Ja, das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Und da gibt man auch gerne was. Also ja. Genau, weil man hat sich hier halt Gedanken gemacht. Und das ist richtig cool. Ich finde das lustig. Ich habe gelesen, dass sich hier Leute beschweren, dass die Fahrzeuge sich längs stellen, so wie wir es gemacht haben. Aber so sind eigentlich die Plätze ausgelegt und die sind nicht für die zum Quer. Problem ist, dann brauchst du wirklich lange Kabel. Das muss man wissen. Ja. Wenn man blöd steht, dann ist das schwierig. Wir haben ganz alleine hier gestanden. Und ja, jetzt gucken wir noch, ob wir irgendwo hier Kartoffeln kriegen. Im Dorf hier hat man das ja manchmal so, dass man das Glück hat, dass man irgendwo Kartoffeln kaufen kann. Wir gehen da noch mal ein bisschen spazieren, würde ich sagen. Genau, das machen wir nämlich jetzt. Und dann werden wir uns losmachen Richtung Süden weiter. Wo genau, wissen wir noch nicht. Vielleicht Gießen die Ecke könnte es jetzt sein. Oder ganz woanders in Baunatal. Man weiß es einfach nicht. Dementsprechend muss Stefan jetzt die Kamera ausmachen, damit seinen Arm nicht so wehtut. Und wir gucken jetzt einfach mal, ob hier irgendein Bauer eine dicke Kartoffel hat. Bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. They said, say Nick, but you gotta be in that bag, yeah. I got racks, racks in my sack. Angekommen sind wir. Wo sind wir denn überhaupt? In Baunatal. Damit gehen auf jeden Fall liebe Grüße an Sebastian und an Miro. Genau. Wieder mal haben sie uns irgendwie animiert, zu einem Platz zu fahren. Ja, und dann haben wir gemacht, machen wir. Das ist nämlich nicht so weit weg. Gerade mal war das jetzt eine Dreiviertelstunde Fahrt. Ja. Knappe 60 Kilometer. Ganz ehrlich, am ersten Weihnachtstag muss man nicht so viel fahren. Und es liegt ja eh auf der Route, ne? Also wir wollen ja in Richtung... Haben wir das überhaupt schon gesagt? Nein, weil das dann sagen wir das noch. Wir sagen es dann irgendwann mal, wenn wir es wissen. Außerdem in dem Video werden wir euch das eh nicht erzählen, weil hier geht es ja Weihnachten im Wohnmobil. Genau. Und das weiß ich gar nicht. Jetzt hat er nämlich einen Plan irgendwie gemacht, dass man noch den Plan zerrissen, weil ich dachte, man muss noch ein bisschen was vorbereiten. Minimal müsste man jetzt noch was vorbereiten. Ja, doch, ein bisschen was. Aber weil es ist nämlich die Überlegung, weil wir wollen ja heute Abend
einen schönen, schönen Weihnachtsschmaus genießen. Ja. Und wie gut, dass wir Kuchen haben, dann können wir vielleicht jetzt ein Küchlein essen. Das hört sich gut an. Und ja, dann schauen wir mal. Draußen werden wir euch nicht zeigen können. Es regnet wie aus Eimern. Wir hatten wirklich Glück. Wir sind ja in Lindewerra noch spazieren gegangen. Ja. Die Bille habt ihr ja gesehen. Richtig tolles Örtchen. Mhm. Haben wir auch gar nicht so gesehen, weil wir das letzte Mal mit Rollern da lang gefahren sind. Ja, sind wir unten lang gefahren. Jetzt sind wir halt auch mal oberhalb gegangen. Und das war, ist ein richtig schönes Örtchen. Und am Wochenende ist auch eine tolle Restaurant. Da fahren viele Fahrradfahrer immer, kehren da ein. Wir haben es noch nicht getestet, aber so voll wie das da ist und die kommen immer mit einem lachenden Gesicht da her, gehe ich davon aus, dass es sehr gut ist. Wir können sagen, dass wir auf jeden Fall sagen, war eine schöne Zeit da. Heiligabend. Diesmal sind wir hier, wie gesagt, im Baunatal, stehen direkt am Stadion, kostet 7 Euro für 24 Stunden. Strom 50 Cent pro Kilowattstunde. Das haben wir auch jetzt angeschlossen, weil wir einfach gesagt haben, wir wissen ja nicht, wie lange wir hier stehen. Bleiben wir einen Tag, bleiben wir zwei Tage. Das machen wir jetzt völlig spontan, genau, wie wir es wollen. Fähr- und Entsorgung ist auch da. Das werden wir dann auf jeden Fall auch machen, wenn wir hier fahren, dass wir mit das Grauwasser wieder los sind. Mhm. Muss man ja nicht mitschleppen, ne? Habt ihr von dir gelernt. Genau, so ist es. Ja, und jetzt schauen wir mal, was wir machen. Also auch ein Kuchen essen und vielleicht schauen wir jetzt die Muppets Weihnachtsgeschichte, das, weil wir waren gestern so kaputt, ja, dass wir es nicht geguckt haben. Vielleicht machen wir es jetzt. Das hört sich gut an. Jetzt wird es wieder nichts mit der Muppets Weihnachtsgeschichte. Pläne sind da, um geändert zu werden. Genau, so. Grundsätzlich, denn wir haben gerade mit den Tippgebern, also von dem Stadttippgeber, geschrieben. Und ja, die haben wohl heute Zeit und kommen dann gerne vorbei. Ja, und dementsprechend haben wir gesagt, wir werden dann jetzt unser Weihnachtsessen machen. Genau. Und ja, aber nicht so wie geplant, weil wir haben jetzt geguckt. Ich habe immer wieder Ausschau gehalten. Durch das eine Dorf sind wir gefahren. Kartoffeln gab es nicht. Gab es nicht. Dementsprechend werden wir heute Nudeln essen. Und was es genau aber zum Essen gibt, denn es gibt erstmal eine Vorspeise, ein Hauptgericht und eine Nachspeise. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Genau. Stück für Stück für Stück wird Stefan anfangen. Ich glaube, wir fangen dann mit der Vorspeise an. Ne? Na, selbstverständlich. So, die Karotten sind geschält. Stefan macht jetzt noch schnell eine Nachricht. Ja. Unsere Eltern. Genau. Weil dort auf dem Küchenschrank, muss man aufpassen, das ist ja hier Bild geändert, also gespiegelt. Da ist nämlich jetzt unsere Suppe, denn es gibt eine Hochzeitssuppe Bagheera-Art. Keine niedersächsische, keine altmärkische. Nee, eine ganz spezielle. Sondern ich. Eine Bagheera-Art, da ist ein bisschen Hähnchenfleisch drin. Da haben wir Klöße, sehr wichtig. Sehr große Klöße, ja, weil wir zu faul waren, die kleiner zu machen. Und Möhren. Und Möhren. Mehr ist da nicht drin, weil ich mag kein Eierstück, ich mag kein Spargel. Das Brühe, ne? Ist Brühe. Da. Brühe. Ja, ohne Brühe. Das ist eine Suppe ohne Brühe. Nee, Brühe ist da schon drin. So. Ja. Ja. Das haben wir auf jeden Fall. Das ist die Vorspeise als Hauptgang. Was haben wir als Hauptgericht? Da wird es geben Gulasch mit Rotkohl und normalerweise Kartoffeln, in dem Fall jetzt Nudeln. Genau. Weil auch schmecken. Klöße haben wir auch nicht dabei, aber das muss auch nicht sein. Und das Dessert wird ein lecker Vanilleeis mit Schokolade geben. Genau. Und das werden wir jetzt zubereiten, Stück für Stück. Und das ist jetzt der Vorteil wieder, dass wir Teddy haben. Drei Flammkocher. Weitaus besser natürlich. Brauche ich noch nicht mal. Im Moment koche ich nur mit zwei. Ja, du musst aber eigentlich die noch blanchieren, also ein bisschen weich machen. Ja, das macht er ja gerade nicht. Dann brauche ich dir gleich, wirst du gleich sehen, du brauchst einen dritten kochen. Richtig. So, und wenn das soweit fertig ist, also wenn wir dann den Tisch gedeckt haben, dann melden wir uns wieder hier bei Weihnachten im Wohnmobil. Der erste Gang ist fertig. Ja, ihr habt vielleicht mein gleiches Schmunzeln, nee, das habt ihr nicht genommen, weil ich die Musik da erlegt habe. Ja, die Hochzeitssuppe Bagheera-Art ist sogar die Light-Version diesmal nur, weil, wir haben die Nudelchen vergessen, das heißt heute ohne Nudeln, morgen gibt es dann auf jeden Fall mit Nudeln. Warum Stefan gerade schnell aufspringen musste, weil sonst hätten die das Nudelwasser überkocht. Genau. Aber jetzt sagen wir auf jeden Fall Prost, Weihnachten im Wohnmobil, die Vorspeise. Genau.
Der zweite Gang ist aufgetischt, lecker. Nudeln statt Kartoffeln. Naja, das geht auch. Oder dadurch, dass wir ja auch in der Suppe keine Nudeln haben, haben wir sie wenigstens jetzt hier drin. Genau. Und dann lecker Rotkohl und Gulasch. Und wir lassen uns schmecken, sagen guten Hunger. Guten Hunger. Zeit für den dritten Gang. Jetzt gibt's Eis. Ja, während des Mittagessens oder während des Hauptganges haben wir dann überlegt, wir könnten noch mal unsere Sterne anmachen. Die haben wir auch aus Buggy rausgeholt, beziehungsweise da waren sie nicht drin, weil wir hatten ihn ja die ganze Adventszeit nicht. Das stimmt, naja. Und ja, jetzt gibt es dann am Schluss eine Sache, da waren wir einfach zu faul, etwas zu machen. Das ging einfach, das ist lecker, ja. Deshalb gibt es Eis. Also das haben wir nicht selbst gemacht. Sonst kann man sagen, Suppe, Hauptgericht, alles zu 98% selbst gemacht. Auch der Rotkohl ist selbst gemacht, aber der ist von Schwiegerpapa gemacht. Genau, ich wollte gerade sagen, den haben wir jetzt gefroren mitgenommen. Genau, also aber sonst alles selbst gemacht. In diesem Sinne, einen guten Appetit. Lasst uns Hunger. Schmecken mit dem Eis. Nach dem Essen ist vor dem Abwasch. Ist vor dem Abwaschen. Ich habe das Handtuch in der Hand. Stefan ist eigentlich so gut wie fertig. Hat nur noch Tasse. Nee. Ja, einen Topf habe ich noch, genau. Einen Topf hat er noch und das, dann werde ich jetzt hier abtrocknen. Mhm. Und dann warten wir, denn wenn alles richtig läuft, kriegen wir heute sogar noch Besuch. Haben wir vorhin schon gesagt. Vom Weihnachtsmann. Vom Weihnachtsmann? Vom Weihnachtsmann. Mal gucken, ob sie Geschenke bei haben. Zwei Säcke haben sie auf jeden Fall bei. Ja. Huch, und schon ist es wieder Abend. Genau, auf einmal ist es Abend, wir haben dann nichts mehr gemacht, weil tatsächlich... wir haben ja nichts gemacht, das kann ja auch nicht sein. Ne? Ja, wir haben Besuch bekommen und jetzt ist das Problem, der Mann hat das schon in der Tasche gemacht. Und zwar haben wir wieder eine super Partie Docks gespielt und ich glaube, wir haben wieder zwei Leute davon überzeugt. Ja, ist geil. Absolut geniales Spiel und das freut uns, dass wir die beiden schon bald wiedersehen. Also von uns aus nochmal liebe Grüße an Miro und Sebastian. Genau, danke, dass ihr da wart. War sehr schön. Dass ihr euch heute am ersten Weihnachtstag die Zeit genommen habt. Ja. Und ja, wir werden jetzt, glaube ich, nochmal eine kleine Mahlzeit essen. Ja. Ein kleines Toastchen zum Ende. Genau. Und dann werden wir uns ins Bett gehen. Ja, dann gucken wir noch ein Filmchen. Jetzt versuchen wir endlich mal Muppets, ne? Mal gucken, ob wir jetzt die Muppets-Weihnachtsgeschichte endlich gucken, weil bald ist kein Weihnachten mehr. Dann lohnt sich das nicht. Genau. Und dann gibt es nochmal morgen eine kleine Fazit, wie das denn so war. Weihnachten im Wohnmobil, aber morgen erst nach dem Frühstück. Guten Morgen! Morgen! Wir haben den 26. und damit neigt sich langsam aber sicher die Weihnachtszeit bei uns. Dem Ende, ne? Genau, langsam ist vorbei. Das Wetter spielt entsprechend ja auch seine Arschkarte. Aber es hat ja das ganze Weihnachten schon geregnet, also ist jetzt nicht anders als sonst. Schnee wäre uns lieber gewesen, aber wir haben eine schöne Zeit hier verbracht. Wir machen jetzt einmal Frühstück hier, noch hier in Baunatal, wo wir diesmal die Nacht verbracht haben. An sich ganz ruhig, der Platz ist in Ordnung. Ja, tadellos. Gibt immer ein paar Bekloppte, die einfach nicht wissen, dass man draußen das Licht ausmachen kann. Aber das ist scheinbar auch bei anderen immer, fällt das auf. So wie wir das Gespräch gestern mitbekommen haben. Ja. Jetzt gibt es auf jeden Fall Frühstück. Und dann machen wir noch mal ein kleines Feedback. Weihnachten im Wohnmobil. Was ist so möglich, ne? Ja, genau. Und so lange erstmal guten Hunger. Wir sind noch am Frühstücken. Haben noch unseren Kaffee und Tee. Mhm. Bisschen weniger regnet es jetzt mittlerweile. Ja, haben auch noch nicht wirklich aufgeräumt hier. Das kommt nämlich jetzt alles gleich. Aber wir wollen ein kleines Fazit machen. Weihnachten im Wohnmobil. Ich habe es gerade Stefan im Off schon erzählt. Das war gestern ein richtig schöner Weihnachtstag. Ja, auf jeden Fall. Tolles Essen, tollen Besuch da. Also ja, war ganz nett. Genau. Also auf jeden Fall.
Wir haben es geschafft, die Muppets Weihnachtsgeschichte zu gucken. Stimmt, richtig. Also auch was Weihnachtliches noch. Genau. Und ja, das geht ganz gut hier im Weinsberg Pepper. Also das muss man sagen. Ich glaube, auch wenn wir uns hin und her suchen oder Stefan sucht sich hin und her. Ja, es ist nicht unser Fahrzeug, das ist uns klar. Ne, das ist jetzt auch ein Meckern auf hohem Niveau. Aber ganz hohem Niveau. Genau. Also, der ist so hoch, das ist nicht mehr in der Kamera zu sehen, siehst du? Ja. Also von daher, aber es ist sehr schön. Also doch, macht Spaß mit dem Auto zu fahren, auf jeden Fall. Und ein Vorteil, den du natürlich dadurch hattest, dass wir jetzt Pepper, den Teddy hier hatten, du hast natürlich 3 Flammkocher gehabt. Das wäre sonst ein bisschen anders gewesen. Das war mal ganz entspannt, also wirklich entspannt. Das kann ich auch sagen. Dasselbe werden wir heute nochmal essen, werden aber weiterfahren Richtung Marburg. Das ist jetzt unsere Planung, denn definitiv versuchen wir die nächsten Tage noch in Hessen zu bleiben. Ja. Immer so in der Nähe der A7, sodass wenn was kommt, dass wir sagen könnten, wir fahren schnell wieder hoch. Wie gesagt, das muss ja sich bis Freitag entschieden haben. Also wenn das Auto denn überhaupt freigegeben wird oder wie auch immer, das werden wir dann einfach sehen und das werden wir dann spontan sehen. Deshalb sage ich ja. Und wenn wir das Bescheid bekommen und das dann nicht mehr zu dem Tag schaffen, naja, dann zum nächsten Tag oder sowas halt. Ne? Also, aber jetzt, der Plan ist bis zum 30. eigentlich hier zu bleiben und wenn sie sich nicht gemeldet haben, dann werden wir am 30. auf jeden Fall Richtung Bayern runterfahren. Genau. Das ist der eine Plan. Wir wollen natürlich morgen noch wo anrufen. Ne? Ja, genau. Wenn die natürlich sagen, die sind da, dann werden wir unseren Plan verwerfen und fahren in die Pfalz. Ja. Also wir sind da noch relativ spontan. Es ist halt jetzt alles anders als geplant. Wie gesagt, wir wären heute eigentlich in der Schweiz gewesen und hätten gehofft, da Schnee zu sehen und nicht nur Regen, aber... Ja, der Plan ist anders, aber alles gut, wird schon hinhauen, also von daher. Wir machen das Beste draus. Deshalb können wir nochmal ein ganz, ganz großes Danke an natürlich Schwiegermama, Schwiegerpapa sagen. Ja, dankeschön. Dass wir uns Teddy zur Verfügung gestellt haben, somit können wir reisen. Und somit seht ihr jetzt auch noch in den nächsten Tagen ein paar Videos, weil warum lief es auf unserem Kanal jetzt 4 Wochen lang gar nicht? Tja, kein Auto. Nix. Genau, was sollten wir machen, wenn wir, und wir hatten ja auch keinen Sachstand mehr dazu, also es war halt immer mal wieder was Neues, aber... Das kannst ja nicht jedes Mal ein Video darüber drehen, das macht ja gar keinen Sinn. Nee, dann würden wir immer ein Video drehen, dass wir sagen, wir wissen nichts. Davon haben wir schon genug auf unserem Kanal. Genau. Gut, in diesem Sinne, habt noch einen schönen zweiten Weihnachtstag und dann kommt gut durch die Jahre. Ein Video kommt, glaube ich, noch zwischen den Jahren, wenn mein Plan richtig ist. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund. Passt auf euch auf, genau. Bleibt uns gewogen. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Ho, ho, ho. It's Rex, my sack or my back, yeah. They said, Saint Nick, what you got up in that bag? I got Rex, my sack or my back. Merry Christmas, everybody.